out of control. Der Udo ist da durchgewirbelt und hat sich einfach, wie man so sagt, nichts geschissen. Und dann hat er auf seinen Prozess gewartet. Und ich habe darauf gewartet, dass bei diesem Prozess jetzt die Bombe platzen wird, wo sich Udos Unschuld herausstellt. Und nichts ist passiert. Dann kam der große Moment, die haben nämlich nach diesem Schiffswrack gesucht, nach der Nadel im Heuhaufen. Ich bin am nächsten Tag ins Gefängnis, habe den Udo besucht und habe gesagt, erst die haben das Schiff gefunden, das ist ja jetzt gut für die. Und er hat mich so angeschaut und den Kopf so schief gekriegt und hat gesagt, nein, ich weiß nicht. Und das war für mich so ein magischer Moment, wo sich mein Kopf plötzlich gemacht hat, Klick, und ich mir gedacht habe, der war das.